Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Add-on-Video zu The Elder Scrolls Online. Heute schauen wir uns Atlas an. Atlas ist ein Add-on für die Map. Und wenn man Atlas einschaltet, könnt ihr über die Map sehen, was in den Dungeons für Bosse sind und was die für ein Loot droppen. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch von einem anderen Spiel schon. Das Atlas gibt es nämlich auch für ein anderes sehr bekanntes Online-Rollenspiel. Und hier seht ihr es, wenn ihr Maps einschaltet, könnt ihr dann Atlas-Loot nehmen. Und im Atlas-Loot könnt ihr dann anschauen, welches Dungeon gucke ich mir an. Hier zum Beispiel den Ancient Lurzer. Und wenn ich jetzt auf den Helmet drücke, dann, wenn gerade kein Bug ist, zeigt er auch den Helm an. Oder hier zum Beispiel den Ast der Hortmutter oder das Mal des ersten Mars droppt da. Ihr könnt euch die Dungeons anschauen, schon vorab mit einem, ja, mit den verschiedenen Etagen. Ihr könnt euch also auf das Dungeon schon mal vorbereiten, schon mal die ganzen Bosse nachlesen. Nicht die Erklärungen, die müsst ihr im Internet suchen, aber wenigstens, was es da gedroppt bekommt oder was ihr da gedroppt bekommt. Leider ist ab und zu so ein UI-Fehler drin, vielleicht liegt es aber auch nur am deutschen Client, vielleicht geht das besser auf Englisch, das Ganze. Ja, ihr seht ab und zu immer mal wieder so einen Fehler, aber schneller mal die Übersicht bekommen, was in der Krypta der Herzen droppt oder was in der Pilzgrotte, Fungelgrotto droppt, könnt ihr eigentlich nicht bekommen. Also das hier ist so wirklich die Vorbereitung für diese ganzen Dungeons. Ich weiß nicht, wie stark das im Moment noch nachgepflegt wird oder ob das vielleicht demnächst auch besser auf Deutsch laufen wird. Aber so für die erste Übersicht, was gibt's in den Raycrest Sewers? Das könnt ihr hier auf jeden Fall nachschauen. Und auch für die Prüfungen. Ja, ihr seht immer, Pelingiers Kriegsplatte, da steht links steht's auf Englisch, hier steht's jetzt aber auf Deutsch. Also versucht mal mit dem englischen Client, wenn euch zu viele Fehler da sind. Ansonsten im Deutschen geht es auch einigermaßen. Auch für die Trials könnt ihr euch das immer anschauen. Einschalten könnt ihr da nix. Ja, das ist einfach ein Add-on für die Maps. Und ja, wie man es installiert, seht ihr ab jetzt. Atlas heißt das. So, dieser Teil hier ist in jedem meiner Videos gleich, also wenn ihr das schon gesehen habt, braucht ihr es nicht nochmal anzugucken. Ich empfehle euch zur Add-on-Verwaltung Minion Beta, das ist dieses Produkt, was ihr gerade hier seht. Könnt ihr runterladen unter der Adresse, die in den Beschreibungen vom Video unten ist. Ihr könnt verschiedene Add-ons dort finden für Elder Scrolls, für den EU, US oder PTS-Server, sind immer die gleichen Add-ons, nur andere Installationsverzeichnisse. Ihr könnt die dann installieren mit einem einfachen Knopfdruck. Und hier seht ihr zum Beispiel das Destinations, hat er automatisch gesehen, da gibt es schon wieder zwei neue Versionen, die 1.4.3, die 1.4.4. Oder wenn es mehrere gibt, sagt er einfach Update All und dann updatet er alle Add-ons. Und hier seht ihr dann, wenn er drauf drückt, immer die Beschreibung und den Changelog, was hat sich also in der neuesten Version verändert. Ihr könnt also immer darüber auf dem aktuellen Stand bleiben. Was habe ich hier für Add-ons alle installiert? Hier seht ihr Discontinued ESO Minimap. Das ist meine Minimap, die ich bis jetzt benutze. Und was steht drin? Man sollte AUI, Advanced UI, ab jetzt benutzen. Ich fand meine Minimap super, ist aber das letzte Mal im November abgedatet worden, funktioniert immer noch. Man sollte halt jetzt schauen, ob ich dieses AUI benutze. Dann geht man bei Find More, tippt mal ein AUI und da ist es auch. Das könnte ich jetzt also installieren. Da sieht man auch, da ist eine Minimap, da sind wieder andere Vorteile drin. Die ist auch vom 11. Februar. Also installiere ich das jetzt mal und ihr seht, er tut es automatisch runterladen. Und schon habt ihr ein neues Add-on im Spiel. Das müsst ihr dort natürlich wieder einschalten. Aber das ist halt relativ cool, weil man immer sofort die Add-ons so verwalten kann. Ja, was benutze ich für Add-ons? Man kann nach Bank-Add-ons, nach Gilden-Add-ons, nach Karten-Add-ons und so weiter suchen. Also nach Kategorien. Und in Optionen sieht man halt, wo liegt das Add-on-Verzeichnis von diesem EU-Server jetzt. Will ich es automatisch updaten lassen. Ich kann aber auch sagen, das soll automatisch starten, das Minion beim Windows-Start
Oder ich sage, er kann gleichzeitig mehr runterladen. Oder ich kann Proxy einstellen, wenn ich das möchte, wenn ich also keine normale Internetverbindung nutzen möchte. Ich kann das Spiel entfernen, kann ein neues Spiel hinzufügen. Ich empfehle euch das zur Verwaltung von euren Add-ons und hier sucht ihr euch dann das Spiel aus, wo das liegt. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert mich und wie immer bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis dann, also Minion-Add-on laden. Bye bye.